Ja, hallo und herzlich willkommen zur Industry Forward Expo. Mein Name ist Kilian Müller von Publish Industry und ich darf Sie und euch heute gemeinsam mit meinen Moderationskollegen durch den mittlerweile dritten Tag in dieser Woche durch unser Industriefestival moderieren. Die nächste Session hat das Thema zukunftssichere Anlagen dank zeitgemäßer DC-24-Volt-Absicherung. Und ich begrüße als Speaker ganz herzlich den Thomas Wackershauser von Puls. Hallo Thomas, guten Morgen. Hallo Kilian, danke vielmals. Jetzt aber genug von meiner Seite. Jetzt würde ich dir sehr gerne die Bühne übertragen, lieber Thomas. The stage is yours. Gut, dann nehme ich das wörtlich und übertrage meine Bühne hier. So, danke nochmal für die Einleitung, Kilian. Und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu meinem kurzen Vortrag zum Thema, wie man mit zeitgemäßer Energieabsicherung, dass man die Zuverlässigkeit und die Kosten im Anlagen- und Maschinenbau erhöhen kann. Und ja, ich sag mal, das Endziel erreichen kann, die Anlagen und Maschinen fit für die Zukunft zu gestalten. Vielleicht ein, zwei Worte zu mir. Mein Name ist Thomas Wackershauser, wie erwähnt. Ich bin hier bei der Puls, der Leiter des Produktmanagements und habe so grob 20 Jahre Erfahrung im Bereich Anlagen, Industriebau in Fokus, Kommunikation, Industriekommunikation für Maschinenanlagen, aber auch der Energieverteilung. Ja, aber ich lege mal los. Vielleicht vorab ein, zwei Worte zu Puls. Puls könnte man als Hidden Champion bezeichnen. Puls ist seit über 40 Jahren eigentlich der Spezialist für die Stromversorgung, speziell im Hutschienenbereich. Und dennoch sozusagen, wir sind sozusagen als ja, Netzteile sind ja oft nur ja, die Not, die man braucht, um sozusagen die Energieversorgung in der Maschine aufrechtzuerhalten. Aber welcher Hersteller dahinter steht, deswegen hier mal ein, zwei Worte zu Puls. Wir sind für unsere Kunden ein sehr zuverlässiger Partner seit diesen 40 Werken, Jahren. Wir haben eigene Werke in Europa und China, um auch zum Beispiel wie jetzt aktuell in den doch etwas kniffligeren Zeiten mit der Materialversorgung unseren Kunden weiterhin zuverlässig die Lösung zu bieten, die brauchen und entsprechend auch hochqualitative Ware bereitstellen zu können. Wir verbinden insbesondere klassische Werte mit zukunftssicheren Lösungen. Was heißt das? Klassische Werte für Puls sind zum Beispiel ja, die Effizienz eines Netzteils, aber auch wirklich das Thema Zuverlässigkeit, Lebensdauer der Geräte. Aber wir entwickeln unsere Geräte konstant weiter und bauen immer wieder neue Ideen, innovative Lösungen ein, die speziell auf die Kunden ausgerichtet sind. Wie machen wir das? Wir haben bei uns am Standort oder in den Standorten hier in Deutschland über 100 spezialisierte Entwickler, die sich rein mit dem Thema Energieversorgung DC beschäftigen und können damit natürlich wirklich marktführende Lösungen anbieten. Neben diesen über 100 Entwicklern hat Puls in Summe ca. 1300 Mitarbeiter, einerseits in den Fertigungswerken, aber auch in den im Support, Kundenbetreuung und Vertrieb. Wir verfügen über sehr moderne Ausstattung. Man sieht hier im Hintergrund unser Werk in Kommotow. Wir haben wirklich in der Entwicklung, aber auch in der Fertigung achten wir darauf, dass wir wirklich mit den modernsten Mitteln arbeiten, um wirklich auch selber effizient zu sein und nicht nur effiziente Produkte anbieten zu können. Da wir weltweit tätig sind, haben wir auch ein sehr großes Portfolio an Zulassungen, ob UL, Marinezulassung, ATEX. Das ist alles für uns wichtig, aber auch die Werke haben entsprechend Zulassung, damit wir sozusagen auch hier der zuverlässige Lieferant für unsere Kunden sein können. Was uns ausmacht zusätzlich, wir haben ein Motto, das heißt We Care. Das steht dafür, dass wir unseren Kunden zuhören. Wir versuchen, die Probleme unserer Kunden zu verstehen und darauf ausbauen, zusammen mit den Kunden eine passende Lösung zu entwickeln. Und das treibt uns an und das spiegelt sich jetzt auch hier in meinem Vortrag wieder. Denn ja, es geht wieder um ein Problem, das es zu lösen gibt.
ich nenne es jetzt mal positiv, die Herausforderung. Problem hört sich immer ein bisschen negativ an. Aber welche Herausforderung sehen denn, besteht denn für unsere Kunden aktuell? Wenn man einfach mal die großen Schlagwörter Klimaschutz und Industrie 4.0 hernimmt. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Anlagen- und Maschinenbau, aber auch wirklich bis runter ins kleinste Detail. Wenn man hier so eine Anlage anschaut bezüglich Industrie 4.0. Industrie 4.0 heißt ja im Endeffekt die Massenproduktion ab Losgröße 1. Das heißt, unsere Kunden benötigen eine höchst flexible Produktion. Das hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Energieversorgung, je nachdem, wie das Produkt im Endeffekt behandelt wird, ob es gelasert wird oder ähnliches. Kann es sein, dass ich unterschiedlich stark die Energieversorgung auslegen muss, um wirklich eine sichere Produktion auch darstellen zu können. Flexibel heißt aber auch ausbaufähig. Und hier kommen wir zum Beispiel in den Klimaschutz rein. Ich möchte ja nur in der Anlage diese Module einbauen, die ich wirklich benötige, um wirklich effizient zu arbeiten. Aber unsere Kunden benötigen natürlich oder die Endkunden auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Druckmaschine über weitere Schritte zu erweitern, um vielleicht im Foliendruck noch eine zusätzliche Schicht Lack aufzubringen. Das wirkt sich natürlich auch wieder auf die Energieversorgung aus. Entweder muss sie in den Modulen drin sein oder die Energieversorgung muss modular aufgebaut sein, dass man diese Module selber auch unterstützen kann. Dauerbetrieb ist natürlich ein heißes Thema, ermöglicht durch die Automatisierung und Digitalisierung. Das heißt, hier ist es dann wirklich das Wichtige, Zuverlässigkeit. Wir brauchen dauerhaft Energie, aber auch im Fehlerfall müssen die Fehler schnell weitergetragen werden, die Information zu dem Fehler, dass entsprechend die Fehler, die Ursache behoben werden kann, respektive wenn wirklich kontinuierlicher Baubetrieb erforderlich ist, dass man entsprechend Buffer oder Redundanzsysteme einbaut, um wirklich diese 24/7-Verfügbarkeit zu erreichen. Digitalisierung und Miniaturisierung sind auch ein Thema in der Energieversorgung. Digitalisierung, ich sage mal, ein klassischer Drehstromantrieb oder ähnliches, der benötigt seine Energie. Aber wenn da mal ein paar Rippel drauf sind auf der Energieversorgung oder sowas, das stört diesen Antrieb nicht wirklich. Wenn ich jetzt aber an kleine Sensoren denke, die immer stärker miniaturisiert werden, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass wirklich auch die Energieversorgung stabil und ohne Einstörung stattfindet. Ja, in Summe kann man sagen, auch mit dem Klimaschutz, elektrische Energie wird die Basis sein. Also wir haben ja aktuell in der Anlage viele Sachen, Druckluft und Ähnliches, aber wie auch im Fahrzeugbau, wenn man wirklich auch die elektrische Energie als Basis nutzt, dann ist man oft deutlich effektiver. Unsere Kunden können damit CO2 einsparen. Systemkompatibilität, ja, also ich komme aus der Kommunikationstechnik. Wenn man allein schon die Feldbusebene anschaut, es gibt viele Möglichkeiten, wie man Systeme aufbauen kann, dass manche Module nicht miteinander spielen. Das hat aber auch Auswirkungen auf die Energieversorgung, allein schon Steckertypen oder Spannungen und so weiter. Das ist auch so ein wichtiges Thema. Dann muss das Ganze natürlich modular und flexibel sein, um wirklich die flexible Produktion zu ermöglichen. Es sollte standortunabhängig sein. Man könnte jetzt sagen, gut, Aufstellhöhe ist das eine, aber einfach mal dieses Thema, wenn ich eine stark miniaturisierte Anlage habe und die weltweit einsetzen will, ich habe unterschiedliche Temperaturen, ich habe gegebenenfalls unterschiedliche Qualitäten der Energieversorgung vom Energieversorger her, also auf der Netzseite, das wirkt sich alles auf, auch auf die Energieversorgung. Intelligente Maschinen benötigen viele Daten. Und da ist jetzt auch wieder eine Idee, woher kommen die Daten? Ich kann da ja noch viel mehr machen wie bisher. Tja, in Summe bleibt es dabei, wir brauchen eine zuverlässige Energieversorgung, die aber mit diesem Thema Klimaschutz und Industrie 4.0 mitwachsen kann. Wenn wir mal zurückgehen, wie schaut es denn bisher in der Anlage aus? Ja, was brauchen wir? Wir brauchen eine primärseitige Absicherung. Üblicherweise sieht man da hier diese ganz klassischen Sicherungsautomaten.
funktionieren, sind günstig, ist Massenware, gibt es überall auf der Welt, hat sozusagen entsprechend sich hier gut durchgesetzt. Dann brauche ich natürlich ein Netzgerät, je nachdem, ob Eingangs- und Ausgangsspannungen identisch sind oder nicht. In der Regel brauchen wir 24 Volt. Das heißt, es ist ein Schaltnetzgerät hier notwendig. Und wenn ich Anlagen habe, wo ich entweder hohe Verfügbarkeitsanforderungen habe oder höchste Verfügbarkeitsanforderungen habe, dann kommen Zusatzgeräte zum Einsatz. Energiepuffer, eine USV oder auch ein Redundanzmodul. Soweit, so gut. Das hört sich jetzt bisher ganz entspannt an, aber jetzt wird es dann spannend. Irgendwie muss ich die Energie, diese 24 Volt oder 48 Volt ja, an meine Geräte hinbringen. Das heißt, ich brauche eine Energieverteilung, diese klassischen Verteilkanäle. Und dann geht es ja wieder auf der Sekundärseite. Wie schütze ich die Geräte ab oder wie kann ich den Leitungsschutz ermöglichen? Da werden heutzutage auch leider recht häufig ganz klassisch diese Sicherungsschalter benutzt oder Sicherungsautomaten, sind eben günstig, haben aber ihre Nachteile, sind nicht wirklich flexibel, brauchen dann doch relativ viel Platz. Aber eines ist wirklich das Thema, wir haben viele Leitungen. Wir fangen an mit der einen Primärleitung und hinter dem Netzteil geht es dann zur Verteilung und da haben wir wirklich unseren Leitungswust und das ist ein größeres Problem. Ja, was sind die Nachteile, wenn ich diesen Leitungswust, sage ich jetzt mal, diesen Berg an Kabeln anschaue? Erstens der Zeitbedarf. Einerseits bei der Auslegung der Anlage bedarf es mehr Zeit. Ich muss ja die Planung machen, aber insbesondere auch bei der Installation oder noch besser bei der Fehlersuche oder der Wartung. Wenn hier ein Fehler ist, bis ich den finde, das kann eine Weile dauern und bis ich diesen beheben kann. Dann auch der Platzbedarf, ich sag mal, das ist nicht zu unterschätzen, wenn die Anlagen immer kleiner werden. Einfach mal als Beispiel AGVs, automatische mobile Roboter, da wird sehr viel Technik in den kleinsten Raum reingepresst. Wenn ich hier die ganzen Komponenten habe, brauche ich doch einiges an Platz. Dann auch das Thema, wie kann ich den Anlagenzustand überwachen? So einen klassischen Sicherungsautomaten. Ja, ich muss vor Ort hingehen und sozusagen optisch persönlich prüfen, ob der jetzt noch an oder aus ist. Dann Flexibilität der Komponenten, auch schwierig. Zum Beispiel so ein Sicherungsautomat, der hat halt seine 16 Ampere und eine B-Charakteristik zum Beispiel. Den kann ich nicht irgendwie über Software umschalten. Das heißt, ich brauche für jede Anwendung eigene Komponenten. Zuverlässigkeit, ja, die schwächste Glied, bestimmt natürlich die Stärke der Kette. Und hier ist es dann wirklich das Thema, woher kommen zum Beispiel die Sicherungsautomaten, wenn sie ersetzt werden. Teilweise werden dann halt wirklich die günstigsten Geräte aus dem Baumarkt verwendet, die vielleicht nicht die Zuverlässigkeit bieten, wie sie eigentlich gefordert wird. Umgebungsabhängig. Viele dieser Komponenten sind sehr stark temperaturabhängig in der Charakteristik und in Summe natürlich die Zeit, die Lagerhaltung, da die Komponenten nicht flexibel sind. Die Kosten gehen in Summe hoch. Die Geräte selber mögen sehr günstig sein, aber die Gesamtkosten, wenn ich wirklich alles einrechne, Zeit, Lagerhaltung, Platz, das wird teuer. Das heißt, aktuell ist es einfach, es sind Einzelkomponenten, aber es gibt keine Gesamtlösung in diesem Sinne. Ja, wie können wir da weitergehen? Was ist eigentlich wichtig? Wie bekommen wir unseren Techniker wieder glücklich bei der Installation? Der will flexible Geräte. Er will eigentlich immer das gleiche Gerät einbauen und das dann gegebenenfalls noch konfigurieren. Das geht schneller, wie 5-mal ins Lager zu rennen und das richtige Gerät zu holen. Es muss zuverlässig sein. Er will es einmal einbauen und die Techniker in der Wartung wollen am liebsten fernwarten und nicht vor Ort sein. Es muss natürlich auch störsicher sein. Kommunikativ, zum Beispiel die Fernwartung wäre wichtig. Es muss einfach zu nutzen sein, speziell in Regionen, wo vielleicht nicht allzu viele stark ausgebildete Techniker vorhanden sind, dass man dann wirklich einfache Lösungen hat, die man wirklich einbauen kann, ohne dass Gefahr für Menschen und Leben besteht. Und es sollte modular sein, damit man wirklich eine Komponente nutzen kann, die überall einbauen kann, die aber auch mit den Anforderungen mitwächst.
die Lösung, ja, die Energieversorgung als Ganzes zu sehen, die Energieversorgung im Schaltschrank als Ganzes zu sehen. Und wenn ich da jetzt einfach mal so alles Mögliche zusammenfahre, in der Mitte sehen wir den Leitungsverteiler, zum Beispiel Schraubklemmen oder Ähnliches. Unten habe ich die Sicherungsautomaten sekundärseitig. Einfach, wir brauchen relativ viele. Man sieht auch, wie viel Platz das benötigt. Dann rechts, das Multimeter steht für die Diagnose. Ich muss ja prüfen, funktioniert alles? Kommen wirklich meine 24 Volt an der Leitung an? Ganz links ein Gateway. Wie kann ich die Information, den Anlagenstatus in meine SPS zum Beispiel übertragen oder irgendwann mal in eine Cloud, in ein Service-Tool oder Ähnliches? Oben die Lampe ist, ja, was ist, wenn wirklich ein Fehler auftritt? Wie bekomme ich den schnell mit? Entweder klassisch über diese Leuchten oder auch direkt an die SPS. Und rechts oben das Schloss, das steht für Sicherheit. Sicherheit in dem Sinne, dass nach Installation der Anlage niemand unbefugt die Charakteristiken ändern kann oder manipulieren kann. Häufig, wenn so ein Sicherungsschalter altert und dann öfters auslöst, dann wird er verklebt, verplombt oder Ähnliches. Das schützt aber wirklich nicht vor dem englisch genannten Tampering, also vor der Manipulation, sondern es deutet nur danach, wenn ich dann prüfe, wenn etwas passiert ist, sehe ich, da wurde etwas manipuliert. Aber es schützt nicht davor. Wir haben uns überlegt, wie packen wir das alles zusammen und haben ein Gerät entwickelt, nennt sich PISA-B, ein elektronischer Sicherungsschalter, der alle diese Komponenten in einem sehr kleinen Formfaktor zusammenbringt. Einerseits die Stromverteilung. Ganz unten sehen Sie zwei Leistenklemmen. Wir verteilen Plus und Minus auf der 24-Volt-Schiene. Dann, es ist modular. Das Gerät hat 8 Kanäle, aber wir können bis zu 8 Geräte parallel schalten. Dazu dienen, hier oben sieht man es ein bisschen, diese Klemmen, da kann man dann entsprechend Verbinder einbauen. Es ist leistungsfähig, wir können bis zu 40 Ampere auf 24 Volt verteilen. Es ist sicher, es ist nämlich PIN-geschützt. Das heißt, die Konfiguration, die hier einmal eingestellt wird, zum Beispiel die maximale Stromstärke je Leitung oder auch die Charakteristik, schalte ich schnell ab, bin ich träge, das kann ich alles über eine PIN schützen. Damit kann es nicht mehr manipuliert werden. Diagnose ist ganz wichtig. Wir haben hier LEDs vorne dran. Damit ist es wirklich auch vor Ort möglich, Diagnose ohne Werkzeug durchzuführen. Das heißt, ich kann hier auf eine Taste drücken und sehe dann sofort die Auslastung des jeweiligen Kanals und kann damit herausfinden, oh, hier habe ich mehr Strombedarf wie üblich. Hier gucke ich mal tiefer rein. Oder hier wurde schon mal die Sicherung ausgelöst und Ähnliches. Dann ist mal, es dreht sich so weiter. Vielleicht noch einen Kommentar zu sicher. Es ist einerseits misst das Gerät den Strom je Kanal, aber es misst auch die Gesamtstromstärke. Und sobald hier eine Differenz erkannt wird, dann kann dieses Gerät sich selber abschalten und zum Beispiel auch über ein Relais oder einen gepulsten Ausgang entweder eine Leuchte schalten oder Informationen an eine SPS schicken. Dieses Sicherheitsfeature sehen wir als sehr, sehr wertvoll an, weil wenn wir hier eine klassische Schmelzsicherung einbauen würden, zum Beispiel mit 50 Ampere, ich nehme jetzt einfach mal was her, dann reagiere ich wirklich erst bei 50 Ampere. Was ist aber, wenn ich alle 8 Kanäle nur mit maximal 1 Ampere betreiben will? Dann habe ich eine große Lücke und das können wir hier über unsere intelligente, softwarebasierte Konstruktion vermeiden. Ja, wie schaut das dann im echten Leben aus? Ich brauche natürlich weiterhin mein Netzteil. Hier haben wir ein Puls 40 Ampere Netzteil. Von dieses kann ich dann entsprechend an die Primärseite anklemmen. Und von da aus gehe ich an die PISA. Und hier habe ich eben, wie gesagt, kombiniert Energieverteilung und Leitungs- und Geräteabsicherung. Das heißt, ich kann von hier direkt über die Push-In-Klemme, wo wir hier unten drin haben, an die einzelnen Geräte gehen. Die Verkabelung reduziert sich enorm und auch der Platzbedarf. Wir haben hier 8 Kanäle. Es ist in etwa drittel so breit wie 8 klassische Automaten.
Wir haben aber weiter überlegt, was könnten wir noch machen? Weil das ist jetzt eine klassische Lösung für eine Maschine. Ich habe einen Schaltschrank, bin im IP20-Bereich unterwegs. Wenn wir ins Feld gehen, dann sehen wir oft in der Anlage den Bedarf an lokaler Energieversorgung. Zum Beispiel Rollbänder, Förderbänder oder Ähnliches. Und hier ist der klassische Weg, ich klemme mir hier einen kleinen IP20-Schaltkasten ran und nutze dann intern Netzteil und Sicherungsautomaten. Das können wir natürlich hier auch machen. Wir können die PISA und ein Netzteil in so einen Schaltkasten reinbauen. Der wird dann auch deutlich kleiner, spart Kosten, Platz. Aber wir haben weitergedacht, was wäre, wenn wir das alles kombinieren? Das heißt, Primärabsicherung, das Netzteil, die Absicherung intern über die Sekundärseite, aber auch die Energieverteilung. Und daraus kam die FIPOS, ein Netzteil für den Feldeinsatz, das wirklich die ganzen Elemente, die ich vorher erwähnt habe, in einem sehr, sehr stark größenreduziertes Gerät einbringt. Das heißt, der Kunde spart Platz. Er braucht nur ein Gerät, wieder weniger Zeitaufwand. Man muss nicht erst den Schaltkasten aufbauen und dann den Schaltkasten in die Anlage einbauen. Man kann direkt die Energieversorgung einbauen. Wie auf dem Bild erkennbar ist, ist es auch ideal für den Feldbetrieb, falls doch mal was ist oder erweitert wird. Ich brauche nämlich keinen hochqualifizierten Techniker. Wie Sie sehen, es ist alles über Stecker angeschlossen, auch IP67 fähig. Damit entfallen die Schraubklemmen. Es können keine fehlerhaften Leitungszuführungen passieren. Die Stecker sind entsprechend kodiert. Das heißt, im Falle eines Falles kann wirklich, worst case sogar, der Anlagenbediener so ein Netzteil austauschen. Das ermöglicht natürlich auch dann wieder deutlich bessere Verfügbarkeit, aber auch Kostensenkung. Ja, das war's von meiner Seite. Ich danke vielmals erstmal für die Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Fragen. Zurück zu Kilian. Danke, Thomas. Genau, da sind wir wieder in Groß und in Farbe. Ja, vielen Dank für deinen Vortrag und für deine mal Ausblicke auf das Thema der modernen Stromversorgung. Du hast ja schon so verschiedene Aspekte angesprochen, den Schaltschrank klassisch an der Maschine, dann auch Lösungen eben im Feld. Mir stellt sich sofort noch die Frage, wie ist das denn gerade bei den immer mobiler werdenden auch Maschinen? Ich sage jetzt mal im Allgemeinen so AGVs zum Beispiel, die jetzt irgendwie durch die Gegend fahren oder mobile Roboter etc. Ist eure Lösung in diese Richtung auch schon gedacht? Genau, also in die Richtung, da haben wir ja die große Bandbreite. Es gibt ja die großen AGVs zum Beispiel in der Fahrzeugfertigung. Das sind ja wirklich Riesenfahrzeuge, wo auch wirklich schon Schaltschränke mitfahren. Da kann ich natürlich so ein Gerät erweitern über unsere Lösung, sozusagen, indem ich einfach den Schaltschrank beibehalte und dann zum Beispiel die PISA einbaue. Aber es ist definitiv so, dass eigentlich auch die FIPOS durch diese Kompaktheit, das natürlich auch unterstützt. Also ich kann wirklich, die Kunden sind flexibel, sie brauchen ja keinen Schaltschrank mehr. Die Einbaulage für unsere Lösung ist mehr oder weniger egal. Ich kann es sicher anschrauben. Also das ist auch die Idee, dass man da in diese Ecke den Kunden wirklich Mehrwert bietet, indem die schnell die Energieversorgung lokal machen können. Mhm. Ich hatte auch gestern einen Vortrag, da ging es ein Stück weit um Predictive Maintenance-Themen und wie man die eben auch mit KI-seitigen Lösungen unterstützen kann. Ein Thema dabei war auch das Thema Stromverbrauchsmessung und quasi der Rückschluss aus einem abweichenden Stromverbrauch auf eine bestimmte Fehlerhaftigkeit. Das heißt ja, der Stromverbrauch muss gemessen werden, ausgeliefert werden, muss verfügbar gemacht werden. Das ist, glaube ich, was ihr andenkt und mitmacht, oder? Wir machen es schon. Also bei der PISA haben wir jetzt mal einen kleinen Schritt gemacht. Es sind auch die unterschiedlichen Marktanforderungen oder die Erwartungshaltung der Kunden. Jetzt zum Beispiel bei unserer FIPOS, das Gerät kommt mit IO-Link. Also es gibt Optionen mit IO-Link und da können wir wirklich diese Werte messen. Also Spannungen, die Ströme oder auch wir können auch das Gerät fernkonfigurieren.
Weil zum Beispiel diese gesicherten Ausgänge, diese elektronischen Sicherungen, die kann ich einstellen zwischen 1 und 12 Ampere, kann auch entsprechend die Charakteristiken einstellen. Und das kann ich entweder direkt am Gerät, wenn ich es nicht über PIN oder ähnliches sperre, aber ich kann das auch über einen Feldbus machen. Also es ist einerseits die bequeme Konfiguration, das heißt weiter wachsen mit den Anforderungen, aber auch, dass man eben die Infos an die Zentrale geben, wo dann wirklich die Kunden dann auch prüfen können, ob speziell jetzt beim FIPUS sind es ja Antriebe in irgendwelchen Förderbändern, wenn wir erkennen, da steigt der Strombedarf oder der Strombedarf fluktuiert, dann können wir entsprechend, kann der Kunde anhand von diesen Werten dann identifizieren, zum Beispiel das Lager an dem Antrieb ist so langsam tauschwürdig, drücke ich jetzt mal so aus. Also das machen wir schon, das kommt auch sehr, sehr gut an. Ja, es ist naheliegend und vorstellbar, dass überall da, wo der Strom unmittelbar mit dem Sauberlauf sozusagen einer Maschine zu tun hat, irgendwo, wo was bewegt wird, und dann kann man sich gut vorstellen, wenn die Bewegung schwerfälliger wird, wird mehr Strom gezogen, oder wenn sie leichter wird, wird weniger Strom gezogen, und ihr könnt es eigentlich in einem sehr frühen Messpunkt erfassen und da entsprechende Daten bereitstellen, die dann auch weitere Maßnahmen vielleicht frühzeitig einleiten. Genau, einerseits das. Wir können aber auch wirklich, wenn was passiert, also wenn wir zum Beispiel, man muss sagen, wir arbeiten ja, wie ich erwähnt habe, konstant daran, dass wir weitere sozusagen Lösungen oder die Intelligenz unserer Geräte steigern. Und da gibt es natürlich viele Ideen, auch im Zusammenspiel mit Puffermodulen. Das ist, ich bekomme sozusagen einerseits, wenn ich ein Puffermodul habe, kann mir das Netzteil aktuell zum Beispiel sagen, oh, auf der Primärseite haben wir ein Problem. Phasenwechsel fehlt oder wir haben einen kompletten Ausfall. Währenddessen kann ja noch das Puffermodul kurzfristig die Energie weiter vorhalten, aber über das Netzteil bekommt die Steuerung schon mal die Information, wir haben ein Problem, und kann die Gesamtanlage in einen sicheren Zustand fahren, wenn es jetzt zum Beispiel kein kurzfristiges Event ist, wie zum Beispiel einfach nur, wir haben einen kurzen Aussetzer. Aber wenn es wirklich was Langfristiges ist, dann habe ich wirklich die Sicherheit, dass die Anlage immer sicher ist und ich keinen Verlust, keinen Ausschuss oder gar irgendwelche Verletzungen provoziere. Klassische Themen wie Netzwerkstellung oder eben Stromversorgung, die waren ja früher so ein bisschen ist da, anschalten, Betrieb läuft. In der Welt, in die wir uns jetzt gerade reinentwickeln, die ja so aus dem ganzen Industrie 4.0-Gedanken rauskommt, also Maschinen sind vernetzt, reden miteinander, die klassische Automatisierungspyramide wird aufgelöst, auf allen Ebenen gibt es sozusagen vertikale und horizontale Kommunikation, stellt plötzlich neue Anforderungen an die Netzwerke, die müssen sauber geplant werden. Und ich denke, das ist ähnlich für die Stromversorgung. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen. Genau, also wir sehen es auch, also die auf der Kommunikationsseite, wobei man muss sagen, es gibt überall von Gartner gibt es ja diese schöne Kurve, was Neues kommt oft, wird vorgestellt, dann gibt es diesen Hype, danach kommt dann das Tal der Tränen, und was wir zum Beispiel jetzt Predictive Maintenance technisch eigentlich sehen, wir sind gerade nach dem Tal der Tränen kommen dann wirklich die ersten effektiven Projekte, wo dann wirklich überlegt wird, was bringt das mir und wie gehe ich voran? Man hat die Erfahrung gesammelt. Mhm. Und das heißt, jetzt öffnet sich eigentlich die Tür, dass sozusagen diese ja, klassischen, es ist ja wirklich ein Netzteil, das ist halt da, das brauche ich einfach. Das soll mir halt meine 24 Volt liefern, am besten die nächsten 15 Jahre. Aber an mehr hat man bisher nicht gedacht. Und jetzt fängt das dann an, dass man sagt, wenn ich da die Informationen habe, dann kann ich meine Anlage viel besser steuern, ich kann sie effizienter fahren. Aber ich sehe dann auch sozusagen, wenn irgendwas nicht so richtig funktioniert, und kann dann entsprechend gegensteuern. Also das sehen wir jetzt, dass die Kommunikation im Netzteil immer wichtiger wird. Mhm. Und oder in der Energieversorgung, muss man sagen. Netzteil ist ja nur ein Teil. Ja, und da sind wir auch dran. Und es wird auch nicht eine Weile dauern, weil es gibt ja immer dieses Problem, was mache ich mit den Daten? Wie interpretiere ich diese Daten? Und da kommt dann, ist aus unserer Sicht wieder das Thema, wir als Gerätehersteller wissen genau, bestimmte Gerätedaten können wir vorverarbeiten. Aber der Kunde nutzt ja in seiner Anlage und in seiner Maschine das Gerät in einem speziellen Modus, hat entsprechende Auslastung. Das heißt, wir müssen da entsprechende Hilfestellung geben,
Was bedeutet zum Beispiel 80% Auslastung vom Netzteil? Ist das gut oder nicht gut? Mhm. In vielen Anlagen ist es nicht gut, weil eigentlich es wird ja die 100%ige Netzteilauslastung angestrebt. Solche Sachen. Oder auch bei den Sicherungsautomaten oder bei der PISA. Wo sozusagen fühlt sich die Anlage wohl und ab wann erkenne ich dann, dass irgendwas nicht mehr richtig ist? Mhm. Das ist, das wird noch, eine Weile dauern. Mhm. Ja, ich glaube, da sind wir jetzt gerade in so einer auch Aufbruchphase, die von verschiedenen Seiten auch angetrieben wird. Und über die Applikationen stehen jetzt sozusagen die ersten Needs, die dann euch auch ein klareres Bild geben, an welcher Stelle arbeite ich denn mit wem zusammen und welche Daten sind wo benötigt und können dann auch verarbeitet werden. Vielleicht kannst du noch mal in der letzten vielleicht Antwort so ein bisschen, du hast es angesprochen, auf dieses ganze Thema. Wir sehen einen Klimawandel jetzt als Ausgangspunkt für eine sich verändernde Industrie. Wir sehen die Notwendigkeit zur Verstromung, damit wir irgendwo wahrscheinlich ja das Thema der erneuerbaren Energien auch sauberer nutzen können. Stichwort so All Electric Society. Das dürfte ja für euch erhebliche Auswirkungen haben. Es muss viel mehr Strom dann an verschiedensten Stellen bereitgestellt sein. Wie ist euer Blick auf diese Zukunft? Ja, also sehr positiv. Komisch. Ja. Also es gibt viele Aktivitäten, die sozusagen natürlich für uns auch eine Herausforderung sind, wenn man sozusagen die neuen Anforderungen, die Leistungsfähigkeit der Netzteile muss steigen. Also es werden früher sozusagen waren oft, man hat halt 10 Ampere Netzteile in einem Schaltschrank verbaut, um sozusagen die Anlage überall zu versorgen, hat es wirklich stark aufgetrennt. Mittlerweile durch die Miniaturisierung ist es eher relevant, dass die Netzteile deutlich mehr Leistung in kompakten Bauform bereitstellen, und zwar direkt vor Ort, deswegen auch das Thema FIPOS. Mhm. Und dann geht es auch weiter, die deutschen Automobiler, die wollen ja eigentlich hin zur Gleichstromversorgung, und zwar auf sozusagen höheren Spannungen, um zum Beispiel PV-Anlagen direkt einzubinden oder auch sozusagen die Rückspeisung von großen Antrieben, ob jetzt Robotern oder sowas, wirklich sinnvoll zu nutzen. Das ist eine Herausforderung, aber da sind wir dran, und ich denke jetzt mal, das wird in Summe dieses Thema, was zum Beispiel Mercedes sich vorgenommen hat, die mehr produzieren mit 30% weniger Energieverbrauch, das wird es ermöglichen. Da sind wir also auch dran und schauen eigentlich sehr positiv in die Zukunft. Weil diese großen Anlagen, die werden dann auch Stück für Stück, wird die Innovation natürlich auch in kleinere Maschinen, ob jetzt Medizintechnik oder sowas, reingetragen. Also ein positiver Blick für das Thema Stromversorgung, sowohl für die Hersteller, aber für die Anwender natürlich auch positiv, weil sich damit viel machen lässt und schlussendlich natürlich auch die Maschinen und Lösungen intelligenter werden, vielleicht dann eben auch klimaeffizienter werden und eigentlich dann das Ziel einer modernen Industrie auch erreicht werden kann. Ja, genau. Und ich gehe auch mal davon aus, dass dieses Schattendasein von Netzteilen, das wird immer bis zu einem gewissen Grad da sein, weil man es einfach, das ist ja immer so ein Thema mit Sachen, die ich einfach brauche zum aktuellen Stand, das kauft man dann halt, aber es wird sozusagen durch die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bietet, wird es entsprechend Mehrwert geben, dass zumindest in bestimmten Bereichen werden Netzteile wahrscheinlich dann anders angeschaut, wie ich brauche 24 Volt, 40 Ampere, sondern dass es eher in die Richtung reingeht, ich brauche für die sozusagen eine sichere Stromversorgung für meine Geräte, dass eher dieser Gerätegedanke reinkommt. Mhm. Super. Thomas, herzlichen Dank für die Einblicke in eure Lösungen und jetzt auch Ausblicke, sozusagen, wie das Thema in Zukunft weitergehen wird. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen an unsere Teilnehmer heute und nochmal für deinen Vortrag, Thomas. Und dann freuen wir uns auf eine spannende Zukunft, die aber uns ja auch in die Welt einer modernen Industrie führt. Erstmal herzlichen Dank und auf bald. Ja, danke.